Moin Leute und somit herzlich willkommen hier zum neuen Video bei G4. Und ja, das ist jetzt ein, ich sage jetzt mal etwas besonderes Video. Und zwar befinden wir uns jetzt hier mal wieder in Train Simulator Classic. Aber, ja, warum jetzt Classic? Was soll jetzt daran besonders sein? Fragt ihr euch wahrscheinlich. Und zwar dieser Zug hier. ICE4 ist normalerweise nicht im Spiel selber drin. Das ist quasi eine Mod von 3D-Zug, die man allerdings kaufen muss und halt übers Internet runterladen muss. Ja, weil es diesen ICE4 eben nicht in-game gibt. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr detailreich. Ne? Es fährt sich schon viel anders. Wenn wir auch mal reinschauen, dann sehen wir, dass hier alles schön mit den Sitzen gemacht wurde und die Anzeigen sind so wie in V-Life. Was mir nur ein bisschen fehlt, ist hier die Sitzbeschriftung. ja. Na, man kann hier auch verschiedene Sitzpositionen einnehmen tatsächlich. Ne? Ich kann mich auch einfach reinsetzen. Dann hier ein bisschen Sitzplatz wechseln. Ne? Zum Beispiel beispielsweise hier. Ist auf jeden Fall ganz schön. Wir machen mal die Türen auf. Türen geöffnet. Ja. Selbst dieser Piep-Sound ist auch in V-Life. Wenn die Türen offen sind. Leider gehen hier gerade nicht alle auf. Ja. Dann müssen wir mal gucken. Ich habe gesehen, man muss hier nämlich einiges einstellen, bis man überhaupt losfahren kann. Das ist bei vielen auch nicht so. Hauptschalter, den müssen wir einschalten. So, ich kenne mich hier nicht so hundertprozentig aus, deswegen muss ich immer noch mal gucken, wo jetzt was ist hier. Klima kann man da umstellen, irgendwas. Richtungswender, den habe ich gesucht. Führerraum besetzt. Ach nee. Führerraumbeleuchtung. Okay, das können wir auch mal. Ah, okay, dann sehen wir hier wenigstens ein bisschen hier die. Ah ja, okay. Weicherbremse lösen. Können wir schon mal machen, sonst können wir da nicht losfahren. Ja. Das ist eben für die Tür. Es ist jetzt auch übrigens ein freies Spiel, das heißt, wir haben hier keine Zeitbegrenzung. Wir fahren hier bis München Hauptbahnhof. Und ja, die Türen sind zu. Bremsventil. Nee, halt. Das ist die falsche Richtung. Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal hier. Federspeicherbremse lösen. Müssen wir mal gucken, ob wir jetzt losfahren können. Wir können nämlich einfach mit der Taste. Wir müssen das erstmal so runterdrücken. Und dann so nach oben. Aber wir haben irgendeine Sperre noch drin. Weshalb wir noch nicht losfahren können. Oder warte. So. Ah, jetzt bewegt sich was, glaube ich. Ja, ich habe eigentlich gerade nichts weiter umgestellt. Keine Ahnung, warum es jetzt auf einmal geht, aber es geht. So, aber ich glaube, Zielzeige kann man trotzdem nicht abändern. Was steht denn da drauf? Ist München Hauptbahnhof. Das Ziel stimmt sogar. Okay. Ist das gerade nur zufällig oder? I don't know. Auf jeden Fall rollen wir. Und das ist gut. AFB-Hebel, genau. Wir können es auch nochmal reinsetzen. Also mit diesem Zugmodell bin ich jetzt auch schon ein paar Mal mitgefahren. Also als Fahrgastpassagier, ne? Ja. Wirklich sehr schön. Ja, das ist die Strecke Augsburg bis München. Die Highspeed-Strecke. Das heißt, wir können hier auch einiges an Gas geben. Und dann würde ich sagen, holt euch was zu snacken und lehnt euch zurück und genießt die Fahrt einfach, ne?
AFB. So, AFB können wir mal noch einschalten. AFB. Dann lässt sich das einfach fahren. So. Wir müssen noch ein Stück. So. Vollgas. Jetzt müssen wir wieder bremsen gleich. Das mag ich nicht. Ne, und er ist auch wirklich lang, der Zug, also. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und es hört sich auch einfach drin wirklich so gut wie Real Life an, also. Wie in echt, ne, das finde ich auch echt krass. Dass es auch mit der Soundkulisse alles wirklich tipptopp ist. So, jetzt müssen wir AFB wieder ein bisschen runterschalten, dass wir hier bremsen. War wahrscheinlich eh wieder zu spät. Aber wobei, es passt eigentlich noch. Oh, oh, oh. Gott. Jetzt habe ich höchstwahrscheinlich diese Ankündigung da verpasst. Das heißt, wir dürfen jetzt eigentlich nur 60 fahren. Das war wegen dieser Weiche da. Das habe ich irgendwie nicht gesehen. Ich habe es nur gerade gesehen, wir dürfen nur noch 60 fahren. Ah ja. Ich glaube, hier beginnt auch die Schnellfahrtstrecke. Augsburg Hochzoll, genau hier 280. Aber wir kommen mit dem Zug gar nicht auf 280. Beziehungsweise es sollte nicht gehen. Ich habe es, glaube ich, auch noch gar nicht ausprobiert. Weil die ICE 4 nur bis 250 km/h fahren kann. Das war ja auch der Grund, warum viele ja, vom ICE 4 enttäuscht waren, wo der rausgekommen ist, ne? ICE 3 kann, glaube ich, bis zu 300 fahren. ICE 2, glaube ich, 280 oder sowas. An die ICE 4 quasi dann der Nachfolger. Auf einmal nur bis 250. Ja, also. So, AFB stellen wir wieder auf 100. Na. So, jetzt. Schon um die Kurve, ne? Deswegen kann ich es einstellen bis 265 oder was? Geht es auch noch ein bisschen schneller? Müssen wir mal gucken. Ich habe das AFB jetzt auf jeden Fall auf Maximum eingestellt. Gehen hier auf volle Leistung. So, wir setzen uns noch mal rein hier. Ja, da kann man echt denken, man sitzt wirklich im Zug drin, ey. Von dem Sound her, das ist alles tipptopp. Hier können wir auch Ansichten. Nee, Quatsch, da wechseln wir ja nur den Waggon. Moment, so kommen wir. Ja, so ist perfekt, wo man nicht direkt den Motorsound hört. Das wird ja dann immer lauter, wenn man Richtung Motor kommt. Einfach nur schön, Leute. So, die 200er Grenze haben wir auch erreicht. Jetzt müssen wir gleich nur noch 140 fahren, aber das ist kein Problem. Wir sind sowieso noch nicht schneller unterwegs.
Ah, 240, sorry. Ich wollte gerade sagen, 140, ich habe noch 140. So, jetzt dürfte es passen. Soll man denn immer jetzt langsamer fahren eigentlich? Also von gleich nur nach 200 fahren. Ah ja. Okay, die Sonnenblende können wir übrigens auch runter machen. So kann man auch fahren. Alles sehr schön gemacht auf jeden Fall. Ja, 280. Okay, hier ist wieder gerade gekommen, aber wieder eine Kurve. Da werden wir bestimmt wieder runtergebremst, nehme ich mal an. Aber ich kann ja jetzt schon mal hochstellen. Weil es würde mich jetzt echt mal interessieren, wie schnell wir überhaupt fahren können. Ich bin auf jeden Fall schon gefahren. Mit dem ICE 4 jetzt hier Train Simulator. Einfach um so einen Test, ne? Da muss ich jetzt mal ein Video-Tutorial angucken. YouTube-Video-Tutorial. Wie man überhaupt losfahren kann. Ich habe das Ding am Anfang echt nicht zum Laufen gebracht. Wie gesagt, ich hatte jetzt auch noch mal ein bisschen Trouble gehabt. Aber das haben wir ja dann doch gelöst. So, da ist grün. Ja, da kommt wieder 200, ey. Aber ich glaube, dann können wir ein bisschen länger, glaube ich, fahren. Okay, 250 hat man erreicht, auf jeden Fall schon mal. Es geht auf jeden Fall höher als 250. Und wir kommen nicht rechtzeitig zum Bremsen. So, mal hier nochmal ein bisschen. So. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, den Fehler, dass er jetzt abbremst. Ich muss nochmal auch ausmachen. Mal hochgehen. Ich weiß nicht, ob das auch in Real Life so ist, dass wenn man dann hier abbremst, dass hier dann automatisch kein Gas mehr gibt. Dass man das erstmal wieder ausrasten muss, diesen Schalter. Bis das wieder geht. So, jetzt aber, Leute. Fahren 100%. 200.
Setz uns mal hier wieder rein. Muss ich hier sogar im Gang hinstellen. Oder auf genau, WC gibt's auch. Ganz wichtig. Die WC-Toilette. Ja, okay, da überholen wir es gerade sogar ein. Interessiert die so, wie es aussah. Mit gemischten Waggons tatsächlich, auch interessant. Okay, 260. 61? Okay, also das Ding hat auf jeden Fall aufgehört bei 200... 65 so ungefähr, ja. Aber ich hätte immer gedacht, die Geschwindigkeitsbegrenzung war bei 250 oder die höchst gelassene Leistung vom ICE4. Aber ja, ihr könnt mich natürlich aufklären, was das Ganze angeht. Wahrscheinlich war es doch 260 und ich habe es irgendwie falsch interpretiert. Da ist sogar noch einer hier. So, jetzt sollten wir wieder runtergehen auf 200. Gott, doch ein bisschen zu spät jetzt. Tatsächlich ist es beim ICE4 auch so, also zumindest Train Simulator ist das so, dass wenn man hier bei der AFB 200 einstellt, dann fährt er auch 200. Wenn man 150 einstellt, dann fährt er auch 150. Ne? Also wirklich genau so, wie schnell er fahren soll. Und wenn man jetzt bei Train Simulator beispielsweise im ICE3 fährt, und jetzt 200 einstellt, dann kommt er nur auf 198 oder so, oder 199, so knapp drunter.
Ich weiß auch nicht, ob das auch in Real Life so ist. Ob die sich in Real Life auch so verhalten oder jetzt nur im Spiel. Aber es ist auf jeden Fall auch interessant. Das heißt, ICE 3 und 2, die kommen nicht so ran an die Geschwindigkeitsvorgabe. Oh, 160. Und dann kommt 100. Versucht es jetzt ohne hier manuell die Bremsen zu betätigen jetzt hier. Das ist ja ein bisschen nervig, wenn man das immer wieder einrasten muss, den Fahrhebel, Fahrschalter. Ja, perfekt. Der ist jetzt echt perfekt runtergegangen, ne? Knapp vorher auf die 100. Ich glaube, Passing halten auch ICEs. Ich fahre aber jetzt durch, weil wir wollen ja nach München, nicht nach Passing. Jetzt kommen wir, wenn wir wieder 120 fahren, alles klar. Gleich sowieso nur noch 90. Jetzt muss sowieso wieder runtergehen. Mich würde mal interessieren. Da. Ich glaube, hier ist die Kurve Richtung. Ah, da gehst du nach Moosach, genau. Ingolstadt. Immer von der Richtung sind wir gekommen, ne? Ich war ja dieses Jahr auch schon in München. Und mit dem Zug hingefahren hier zum Münchner Sommernachtstraum. Ja, das ist ein großes Festival mit dem größten Musikfeuerwerk Deutschlands. Wer es mal anschauen möchte, kann ja gerne mal bei meinem MT17-Kanal vorbeischauen. Das ist der Feuerwerkskanal. Ja, war auf jeden Fall wirklich eine mega nice Show gewesen. Also ging über eine halbe Stunde und war wirklich mega Gänsehautmomente. Oder auch generell zum Thema Feuerwerk. Werdet ihr auf jeden Fall bei meinem Kanal fündig. Bei MT17. So, wenn wir uns jetzt mal hier von oben ein bisschen umschauen, genau hier ist diese eine Kurve, die ich gemeint habe. Ich glaube, mein ICE damals kam man nämlich von hier runter. Wenn das so ist, wie ich denke, wie es war. Was ist denn das hier? Ach so, ein Depot.
Wir werden noch wieder hochgekonnt. Oh, 40? Oh Gott. Ich dachte 60. Das stand ja auch hier unten da, man muss halt immer auch auf die Schilder achten. Eieiei. Dann geben wir nochmal ein bisschen Gas, dass wir wenigstens ein bisschen an die 40 hochkommen. So. Nochmal so ein Intercity. Ich glaube, das sollte die Münchner S-Bahn darstellen, weil ich glaube, hier drüben, das ist nur noch die S-Bahn-Strecke hier. Anscheinend gibt es hier nur leider keine S-Bahn-Züge anscheinend auf der Strecke, ich weiß es nicht. Was für ein Ding hier eigentlich? Aber Werbeplakate für S-Bahn haben sie hier. Und München Hauptbahnhof, Leute. Jawohl. Und es sieht auch einfach gut aus, Leute. Doch, hier steht doch eine S-Bahn hier, siehst du? S3 nach Friedberg. Ich glaube, die ist auch ein bisschen falsch. Oh Gott. Türen geöffnet. War das jetzt sehr knapp gewesen? Ne? Ah ja, es geht eigentlich so näher aus, als es doch ist. Oh nee, es ist... Okay. Ich wollte ja eigentlich das Thumbnail machen. Muss ich es aus dem Bild rausschneiden. Aus dem Video. Ja. Das wäre es gewesen. Ist auf jeden Fall eine schöne Strecke. Schöner Zug.
Ich bin auch Zug auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es kostet, wenn ich dran denke. Packe ich euch den Link unten in die Videobeschreibung. Da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, alles gerne Like und Abo. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer GF04 und tschö bitte.